Na, viel von mir sehen kann man nicht mehr. Das sind 22.500 Lumen. Jetzt geht das gleich automatisch aus. Boah, das ist hell. Im heutigen Video baue ich die Beleuchtung oder das Beleuchtungssystem für die Highspeed-Kamera, denn die waren ja in den letzten Aufnahmen doch immer so ein bisschen dunkler gewesen. Obwohl ich schon das Maximale an Licht rausgeholt habe, was möglich war. Aber jetzt habe ich was Neues, und zwar diese LED-Module, die kann man relativ günstig kaufen. Die kosten so 3 bis 7 Euro je nach Leistung und Lichtstärke und Intensität. Auch Lichtfarbe variiert so ein bisschen den Preis. Man kann so 4 Euro, 5 Euro sagen ungefähr. Diese LED-Module haben einen entscheidenden Nachteil. Die sind relativ kompakt und super dünn, wie man sieht. Und wenn jetzt auf diese Fläche 100 Watt Leistung produziert werden, dann entsteht da auch eine Menge Abwärme. Und diese Abwärme muss irgendwo hin. Und dazu sind diese LED-Module nicht in der Lage. Und deswegen braucht man noch Kühlkörper mit Leitpaste. Jetzt mal provisorisch hier drauf gemacht. Das reicht für den kurzen Test. Wenn man die jetzt anschließt an 30 Volt, 32 Volt etwa, ich mache es gerade mal. Wenn ich das LED-Modul jetzt hier mal anschließe, Achtung, die sind verdammt hell. Und das ist jetzt nur 50 Watt mit, ich glaube, 4000 Lumen. Und die anderen Module, die ich gleich verwenden werde, die haben 7500 Lumen. Und da braucht man dann doch einen geeigneten Kühlkörper dafür. Und den zeige ich jetzt mal. Der steht nämlich schon hier nebendran. Dazu nehme ich diesen Kühlkörper hier mit Lüfter hinten dran. Jetzt entsteht schon das erste Problem. Die Lüfter laufen mit 12 Volt und diese Module haben eine Leistung von 100 Watt. Das Netzteil hier kann 300 Watt bereitstellen. Ich hätte gerne drei Lampen, 3 bis 4 Lampen, zwei von der Seite, eine von oben, vielleicht noch eine vierte von vorne, dass das ganze Objekt möglichst ohne Schatten gefilmt wird, wenn man dann eine Highspeed-Aufnahme erstellen möchte. Und das ist schon ordentlich viel. Das heißt, dieses Netzteil kommt nicht hinterher. Und das nächste Problem ist, ich möchte ja nicht zwei, drei von diesen Geräten hier rumstehen haben. Also war jetzt meine Idee, ein Computernetzteil zu verwenden. Das stellt eine Spannung von 12 Volt bereit und hat eine Leistung maximal, ich glaube, von 750 Watt. Und das sollte ausreichen. Drei, vier Module mit dann insgesamt 400 Watt grob. Da hat man dann noch ein bisschen Puffer. Das heißt, das soll die Basis von dem ganzen Aufbau sein, das Herzstück sozusagen. Dann brauche ich diesen Spannungswandler, der die 12 Volt auf eine Spannung von 31 Volt hoch konvertiert, damit die LED-Module betrieben werden können. Einen zweiten Stromkreis, um die Lüfter anzuschließen. Und dann will ich das Ganze ja nicht nur einfach leuchten oder nicht leuchten lassen, wenn ich das Netzgerät starte. Deswegen ist das ja dann die nächste Konstruktion, die noch nötig sein wird oder die ich mir ja gönne, sage ich mal. Taster, mit denen ich dann die Lampen ein- und ausschalten kann mit definierten Zeitpunkten. Arduino-Steuergerät, um das Ganze zu programmieren. Das LCD-Display werde ich jetzt erstmal ausklammern. Das soll dann noch anzeigen, irgendwann mal die Temperatur von den einzelnen LED-Modulen und die Dauer, wie lange sie schon leuchten, dass man weiß, okay, jetzt sollte man mal eine Pause machen. Und das Ganze soll dann über Relais geschaltet werden, sobald ich hier einen Taster drücke, dass dann das Relais sich öffnet oder den Schaltkreis schließt und dann hier die Spannung bereitstellt für die LED-Module. Und dann fangen wir das Ganze mal an aufzubauen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, so viel vorweg. Das ist das Netzteil. Und das hat mich am Anfang auf ein kleines oder hat mich zu einem kleinen Problem geführt. Ich kann es ja gleich mal zeigen. Jetzt habe ich das Netzteil angeschlossen und beim ersten Anschließen dachte ich, geil, teste ich mal und es ist nichts passiert. Ich wusste nämlich nicht, dass die Netzteile gar nicht so starten, aber ist ja eigentlich logisch. Beim PC muss man ja auch den Startknopf drücken. So, und wenn ich jetzt Masse auf Power On gebe, fängt das Netzteil an zu starten. Das sollte man aber nur kurz machen, weil keine Last drauf gegeben wird. Und da will ich nicht, dass da irgendwas durchbrennt. Und an diese Kabel werden dann alle LED-Module angeschlossen. Und das machen wir jetzt gleich mal. Netzteile stellen für Computer 12 Volt Gleichspannung bereit.
brauche aber 30 etwa. Deswegen habe ich mir diese Step-Up-Konverter hier bereitgestellt und bereitgelegt, hier auf dem Kühlkörper montiert und eine Spannung eingestellt von Pi mal Daumen 30 Volt und darüber werden dann die LED-Module mit Spannung versorgt. Dann kommt jetzt die Bewährungsprobe und ich starte mal das Netzteil für den ersten Check. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Die drei großen Lüfter und die drei kleinen Lüfter drehen sich. Heißt also, wir können zum Arduino übergehen. Dann machen wir das mal. Programmieren und dann anschließen. Definiert habe ich Relais 1 bis 4 auf den Steckplätzen 1 bis 4 und die anderen Relais-Steckplätze erstmal ausgeklammert. Als nächstes werden die Taster 1 bis 6 definiert und den jeweiligen Steckplätzen zugeteilt und der jeweilige Status der Taster von 1 bis 6 auf 0 definiert. Im nächsten Schritt werden Relais 1 bis 4 als Output definiert und die Taster 1 bis 6 als Input. Und dann startet der eigentliche Code. Für dieses Testprogramm habe ich definiert, sobald Taste 1 gedrückt wird, schaltet Relais 1 für 5000 Millisekunden, also 5 Sekunden zu. Das gleiche habe ich gemacht für Taster 2 und 3. Und bei Taster 4 habe ich definiert, dass alle drei Relais, also die ersten drei Relais, zugeschaltet werden. Das wird jetzt zwar nicht das schönste Programm sein, aber es erfüllt seinen Zweck, zumindest am Anfang. Und mit der Zeit werde ich da auf jeden Fall noch ein bisschen dran rumwerkeln, dass es perfekt ist. An der Rückseite von dem Arduino-Schaltboard sieht man noch an den Tastern Widerstände. Die haben ungefähr 1300 Ohm. Die sind sogenannte Pull-Down-Widerstände. Denn diese Taster haben die Eigenschaft, wenn ich kurz drücke, dann wird dem Arduino signalisiert, Stromkreislauf geschlossen. Wenn ich dann wieder loslasse, sind die Elektronen immer noch in diesem Zwischenbereich. Und das Arduino kann, da es ein Digitalkontakt ist, nicht genau zuteilen, ist jetzt der Taster noch gedrückt oder nicht. Und dann gehen die Schaltkreisläufe immer wieder an und aus. Und deswegen durch diesen Pull-Down-Widerstand kann ich die Elektronen mit der Masse verbinden und abfließen lassen. Und damit ist das Ganze dann gelöst. Wenn ich jetzt Taste 1 drücke, sollte diese Lampe angehen, wenn man es in der Kamera erkennt. Mal schauen. Ja, man kann es erkennen, dass hier die äußerste Lampe leuchtet. Jetzt die mittlere. Die mittlere leuchtet, nur die mittlere vor allem. Das ist gut. Und jetzt die rechte. Von mir aus gesehen rechts. Genau, auch die leuchtet. Und jetzt Test Nummer 4, nicht benutzt. Passt, ist aus. Und was passiert, wenn ich jetzt bei der 5 drücke? Dann müssten alle drei angehen. Genau, passt, wunderbar. Und Reset-Knopf drücken. Und alles ist wieder aus. Jetzt wollt ihr bestimmt auch sehen, wie es aussieht, wenn ich diese Beleuchtung aktiviere und eine Highspeed-Aufnahme erstelle. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und wie immer, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keines der weiteren Videos mehr verpasst.